Willkommen zurück bei ZockerTV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Und heute geht es mal um die Ankündigung zum 6000 Abonnenten-Special, also dem 12-Stunden-Stream, für den ihr gewotet habt. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben. Alle Abonnenten, alle, die hinter mir stehen, die zu mir stehen, die meine Videos feiern, meine Streams feiern, die aktiv sind. Ich danke euch, wirklich. Ich danke euch. Es hat mich mega gefreut, dass ich die 6000 Abonnenten geschafft habe. Und deswegen möchte ich euch auch was zurückgeben. Und ja, ich habe euch in einem Community-Beitrag gefragt, was ihr denn gerne als 6000 Abonnenten-Special haben wolltet. Und zwar hattet ihr die Möglichkeit, wie gesagt, für einen 12-Stunden-Stream zu voten. Ihr konntet voten für eine Setup-Tour, da ich euch quasi mein komplettes Setup zeige und vorstelle. Oder ihr konntet natürlich voten zu einem Video, in dem ihr halt 24 Stunden lang meine Entscheidungen übernehmen könntet. Ja, ihr habt euch für den 12-Stunden-Stream entschieden, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und deswegen habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht, denn ich möchte natürlich, dass dieser Stream anders wird als das, was ich sonst mache. Und ja, das Ganze, hoffe ich, habe ich auch geschafft, beziehungsweise vom Plan her geschafft natürlich. Und ja, diesen Plan möchte ich euch jetzt vorstellen. Aber zunächst, der Stream wird am 6.6.2020 stattfinden, das ist auch ein Samstag. Und wir werden ganz gewohnt um 20 Uhr abends starten. Und zwar geht es los mit Call of Duty Modern Warfare. Hier werden wir halt Team Deathmatch spielen, suchen, zerstören, irgendwelche Multiplayer-Modis halt. Um 22 Uhr geht es weiter mit GTA 5. Dort werden wir dann halt auch Custom Maps spielen, LTS spielen. Aber wir werden halt keine Maps spielen, die ultra hart sind oder so. Denn wir haben ja für das Spiel 2 Stunden Zeit. Und da wollen wir natürlich auch, dass ihr einiges zu sehen bekommt und nicht, dass wir dann irgendwie eine Map spielen, die dann so hart ist, dass dann keiner mehr weiterkommt und wir dann wahrscheinlich im Stream nicht mal eine Map beenden können. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Deswegen werden wir da leichtere Sachen spielen. Um 0 Uhr geht es weiter mit Rocket League. Dort haben sich einige meiner Crew angemeldet. Da werden wir dann privat spielen, weil wir halt viel zu viele sind, um regulär zu spielen. Und ja, das Ganze geht bis 1 Uhr. Dann werden wir weitermachen mit Gang Beasts. Auch ein sehr, sehr witziges Spiel auf jeden Fall. Und dort werden wir uns dann eine Stunde lang auf die Nuss geben. Das wird auch sehr lustig werden. Um 2 Uhr werden wir einen kurzen Cut machen. Denn bei YouTube ist es ja so, dass YouTube ja nur 12 Stunden hochladen kann. Und damit wir nachher, falls wir überziehen sollten oder so, auf der sicheren Seite sind, werden wir hier einen kurzen Cut machen um 2 Uhr. Ich sag mal so für 2-3 Minuten. Und dann wird es direkt weitergehen. So, weitergehen wird es mit WWE 2K20. Da bin ich nicht ganz so gut drin. Ich habe da gestern mal ein bisschen reingeschnuppert. Aber da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren, glaube ich. Aber es wird auf jeden Fall auch ganz lustig werden. Um 3 Uhr geht es dann weiter mit FIFA 20. Habe ich auch noch nie gebracht auf meinem Kanal, aber naja, wenn ihr Bock habt, dann schaut auf jeden Fall rein. FIFA 20 wird auch sicherlich interessant werden. Müssen wir mal gucken, wie wir das da machen. Ja, um 4 Uhr geht es dann weiter mit Resident Evil 2, dem Remake. Habe ich 2 Stunden für angesetzt, denn ja, viele, die meinen Kanal halt kennen, die wissen, dass ich halt Speedruns gemacht habe und eigentlich sehr schnell in der Story bin. Deswegen denke ich, dass wir in 2 Stunden entspannt die Story durchkriegen werden. Um 6 Uhr geht es weiter mit Rainbow Six Siege. Dort werden wir dann halt locker spielen, weil ja nicht alle von uns Rainbow Six Siege so suchten. Auf jeden Fall, das wäre so der Streaming-Plan. Ich hoffe, ja, er gefällt euch. Und ja, zwischendurch können wir ein paar Reactions machen oder so, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall so der Plan. Ich hoffe, euch gefällt der Plan. Und ich hoffe natürlich, dass ich viele von euch dort sehen werde. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Leute. Macht's gut. Bis dann. Und